Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat und bei dem Nachbau des Lego Ideas Sets The Flintstones Familie Feuerstein mit der Setnummer 21316. Das hier ist nicht das Original Lego Set, sondern die China Klemmbaustein Kopie und die bin ich jetzt hier schon fleißig am Bauen. Und das Set der Flintstones ist für mich eines der interessantesten aus dem Jahr 2019. Da kommt so richtig die Nostalgie nochmal hoch von den alten Zeichentrickserien und den Filmen und allem. Finde ich ganz, ganz toll, dass das umgesetzt wurde. Und deswegen wird das jetzt hier einmal nachgebaut. Originalverkaufspreis bei Lego sind so 60 Euro. Man bekommt es aber für 20, 25 Euro dann schon bei AliExpress. Und das Ganze oft dann auch geliefert aus Europa, aus Spanien. Also kein Stress mit dem Zoll. Die Teileanzahl, es sind 748 Teile mit dabei und das Ganze ist inklusive Auto und Haus und Minifiguren und Stoffverdeck und Dinosaurierrippe und vielen, vielen kleinen Anspielungen und Details, die eben dieses Set hier besonders schön machen, wobei das Originalset, also Ideas-Sets werden ja immer dann von Fan-Designern quasi eingereicht, das hatte noch mehr schöne kleine Details, die wurden ja hier und da leider etwas abgespeckt und weggespart, aber dennoch ist das hier ein echt, echt schönes, für mich Retro-Set mit dem Haus der Familie Feuerstein. Kurz nochmal die Maße, das Haus ist 12 cm hoch, 16 cm breit und 12 cm tief und das Auto von Fred Feuerstein ist 6 cm hoch, 11 cm lang und 7 cm breit. Und ihr seht schon, ich baue das hier mit Hochgeschwindigkeit im Speedbuild und anschließend schauen wir uns das Set dann nochmal ganz im Detail an, damit ihr sehen könnt, was hier alles drin steckt. Aber ich kann schon sagen, der Zusammenbau, der hat echt, echt Freude gemacht und auch das Endergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ich hatte keine Fehlteile, alles hat optimal gepasst, so wie das sein soll, also purer Bauspaß und jetzt gehen wir direkt mal rein in unser Review, also Nahaufnahme. Tja, und da steht die ganze Pracht, Freunde, fertig zusammengebaut. Wir fangen mal mit den kleinen Details an. Das wäre einmal hier dieser schöne Briefkasten und vor allem, schaut euch das an, das hier ist kein Aufkleber, nein, ein echter Aufdruck. Da steht nochmal Flintstone dann mit drauf hier in unserem Fall und der ist echt schön gemacht, simpel gebaut. Hier unten haben wir ein bisschen Gras mit dabei, dann hier was aussieht wie so ein Baumstamm, eine Astgabel, wunderbar. Und dann hier eben der Briefkasten mit, ja, da fällt es schon raus, mit einem Brief noch mit dabei, den man dann hier vorne reinschieben kann. Also schon mal ein sehr schönes kleines Detail, das man dazu stellen kann. Einmal der Briefkasten. Schauen wir uns das Auto an. Das ist mega cool geraten, finde ich. Hier ist einmal diese Rippe an der Seite. Ja, ihr kennt das ja aus dem Vorspann, wenn ihr die Serie noch kennt. Da fährt er ja in den Drive-In, bekommt hier die Rippe angehängt und dann zipp, kippt das Auto und hängt auf der Seite. Und das kann man hier eben auch machen. Ihr seht, man kann es dann hier so auf die Seite stellen und das Auto bleibt dann so gekippt. Natürlich kann man die Rippe dann hier auch einmal abnehmen und zur Seite stellen. Und dann haben wir hier das Auto ohne Rippe und wir haben dann hier vorne einmal die Walzen, was ja im Original, waren das Holzstämme? Ich glaube Steinrollen waren das. Also einmal hier vorne so eine Walze, einmal auf der Rückseite eine Walze, die sich drehen lässt. Und ganz cool, schaut hier, das sind Baumstämme, ebenfalls Drucke, keine Aufkleber und die drehen sich dann hier mit, wenn man eben das Auto fahren lässt, vorne und hinten. Und dann haben wir hier schon mal drin sitzen unseren Fred Feuerstein und die Wilma, die habe ich hier auch nochmal mit dazu gesetzt. Die schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Ich nehme sie mal raus. Einmal die Wilma und einmal hier den Fred. So, da ist er, halb. Also, ihr seht schon die Klemmkraft der Minifiguren. Vielleicht nicht ganz auf Lego-Niveau, aber ups, egal. Ich stecke ihn einfach nochmal zusammen und zeige euch hier nochmal den Rest. Wir haben hier das Lenkrad drin. Das ist genau das gleiche Teilchen wie auch hier an den Seiten. Dann kann man das hier noch ein bisschen in der Höhe verstellen. So, also hier kann man das etwas anpassen. Und dann hat man hier noch eine Rückenlehne und natürlich hier das Stoffverdeck, das dann hier so reingehangen wird. Schön ein bisschen ausgefrantelt vorne und hinten natürlich Safety First mit Sicherheitsöffnung, dass man da auch durchschauen kann. Also das Auto, das finde ich echt eine Wucht, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, dann nehmen wir uns mal den Fahrer vor. Das ist unser Fred
Feuerstein, also vom Gesicht her mit 3-Tage-Bart und ja, eigentlich so wie man ihn kennt. Die Aufdrucke, die sehen hier qualitativ auch gut aus, da gibt es nicht großartig was zu meckern. Hier ein klein bisschen unsauber hier unten an den Beinen, aber geht völlig in Ordnung. Also das war einmal Fred und dann schauen wir uns nochmal hier unsere Wilma an. Die hat dann eben diesen Gesichtsausdruck hier gerade parat. Hier vorne ist sie ein bisschen schmutzig, da ist der Aufdruck nicht ganz so ordentlich geraten, aber das kann man runterwischen. Beinaufdruck ist mit dabei, Rückenaufdruck, wo man auch die Kette sieht. Und ich muss mal schauen, ich glaube, sie hatte ein Wechselgesicht. Jetzt ist hier natürlich immer die Schwierigkeit bei diesen nachgemachten Figuren, das runterzubekommen. Denn wenn da einmal die Frisur sitzt, ja, dann sitzt die Frisur. So, ich habe sie runter und jawohl, habe ich mir das doch richtig gemerkt. Wir haben hier einmal das freundlich lächelnde Gesicht und einmal das, was hat denn hier mein Ehemann wieder für Mist gebaut Gesicht? Und das finde ich, ist hier viel passender, deswegen hat sie das von mir bekommen. So, Frisur nochmal drauf. So rum. Und dann können wir sie auch hier hinten zu ihrem Ehemann stellen. Ich habe jetzt hier noch eine Figur oder zwei Figuren mir dazu gekauft. Die sind nämlich nicht im Set enthalten. Das ist einmal hier Pebbles, also die Tochter der beiden dort hinten. Und die gibt es eben auch bei AliExpress zu kaufen für wenig Geld, 1 Euro oder so. Und da seht ihr, das ist eine Figur mit diesen verkürzten Beinen, auch einem ganz netten Aufdruck. Und ich fand, die passen einfach noch echt gut dazu. Ich hätte ja gern noch Dino, den kleinen Hausdinosaurier, dazu gehabt, aber den konnte ich bisher noch nicht finden. So, also das und das zur Seite. Schauen wir uns jetzt mal unser Häuschen an. Und da wird es jetzt richtig detailreich, Freunde. Ich nehme die Kamera mal in die Hand dafür und führe euch dann etwas näher hier ans Haus dran und um das Haus herum. Dann können wir da besser reinschauen und wir starten einfach mal hier vorne. Dort sehen wir schon mal so ein paar Pflanzen, die hier in so Töpfen drin stehen. Dann hier die Flaschen, das sind wohl die Milchflaschen. Auch das kennt man, wenn man die Serie kennt aus dem Vorspann. Hier so ein paar runde Platten noch davor gesetzt. Die gehen auch hier ums Haus herum. Das sieht dann irgendwie schön steinig aus, mit ein bisschen Gras, ein paar Blättern. Also schöne kleine Details, die einfach dazu beitragen, dass man dann gerne hinschaut. Dann haben wir hier einmal die Tür, die sich natürlich dann auch öffnen lässt nach innen. Und wir sehen schon die echt scharfen Tigervorhänge hier vor den Fenstern. Aber da schauen wir dann gleich nochmal detailliert innen rein. Dann kommen wir hier nach oben zum Dach. Auch das ist schön gebaut und kann übrigens abgenommen werden. Dann hat man hier die Dachkonstruktion. Auch die ist schon ein bisschen eingestaubt bei mir. Aber ihr seht auch so ein paar Steine angedeutet, mit vielen kleinen Teilchen gebaut mitunter. So sieht das Ganze von unten aus. Also gar nicht mal so spektakulär, aber hier sieht man schon, wie sie die Rundformen und dieses etwas eng zulaufende dann gelöst haben. Und dann kann man das Dach hier ganz einfach wieder auflegen und dann passt das schon. Gehen wir etwas weiter mal rum. Da finden wir einmal hier den Kamin. Der ist auch schön gemacht hier mit der Verkleidung. Das mit den ganzen Platten hier so angebracht ist, finde ich, optisch ist das eine gute Lösung. Und vor allem auch richtig schnuckelig ist hier die Palme. Die gefällt mir echt gut. Und vor allem, schaut mal, die ist ja so schräg hier angebaut. Und da haben wir hier unten so ein Gelenk, wo man das so einstellen kann, dass die dann hier die schräge Position hat. Dann haben wir hier den Stamm und ganz oben hängen auch noch ein paar Kokosnüsse dran. Das sind Minifiguren, Köpfe ohne Gesichter in Braun. Passt. Sieht meiner Meinung nach echt schön und echt schick aus. Also optisch toll geraten. Echt, echt toll geraten. Kompliment an die Lego-Designer in dem Fall. Und wir schauen dann mal hier auf die Rückseite und finden dort die nächsten Minifiguren. Ich zeige euch die mal zuerst, bevor wir den Rundgang fortsetzen. Da haben wir einmal unsere Betty, die Ehefrau von Freds bestem Freund. Und auch die hat 2 Gesichter. Aber erstmal seht ihr ja vorne den Aufdruck. Der ist auch sehr in Ordnung mit Halskette, mit Beinaufdruck wieder. Und auf der Rückseite auch noch mal ein bisschen. Wobei da ist hier der Beinaufdruck nicht gut geraten. Und ich gucke mal, ob ich hier die Frisur runterbekomme. Jawohl. Also dann habt ihr hier einmal das freudig lachende Gesicht und als zweites haben wir ja so ein ebenfalls fröhliches Gesicht, also eine Frohnatur, fröhlicher als oder glücklicher reinschauend als hier ihre Nachbarin auf jeden Fall. Ich finde die Figuren echt schön gemacht. Doch, die gefallen mir. Machen wir weiter mit Barney, Freds bestem Freund.
Auch der ist hier natürlich echt gut drauf und gut bedruckt. Sieht ordentlich aus, auch von hinten. Nur bei den Beinen, da wird hier immer ein bisschen geschwächelt und geschlampt, wie es aussieht. Ansonsten ist das auch eine schöne Figur. Was hier vielleicht bemängelt werden kann, ist, dass die Figuren hier gleich groß sind. Und Barney ist ja eigentlich einen guten Kopf kleiner, wie hier unser Fred. Hätte man vielleicht mit diesen kurzen Beinen arbeiten können. Aber naja, das ist jetzt schon ein bisschen jammern auf höherem Niveau. Ich schaue mal, ob er auch ein Wechselgesicht hat. Und nee, genau wie Fred hat auch er kein Wechselgesicht. Also Barney ist hier chronisch gut drauf, der Kollege. Ja, wunderbar. Dann kann auch er zur Seite. Und da hinten, da steht noch die Figur, die im Set nicht enthalten ist, die ich noch zusätzlich gekauft habe. Das ist nämlich der Sohn von Barney, Bam Bam. Und ja, ihr seht, der ist auch recht ordentlich bedruckt, wobei er Schwächen im Gesicht hat. Da ist der Druck nicht ganz so optimal, aber sonst finde ich, ist das auch eine schöne Ergänzung. Auch mit den gekürzten Beinen, Rückendruck drauf, ja, alles gut. Also da hätten wir noch unseren Bam Bam mit dazu. Und hier haben wir dann das Interieur von unserem Häuschen. Und das kann man auch aufklappen, einmal so. Und einmal so zur Seite und dann kann man das besser bespielen, wenn man möchte. Ich nehme auch noch mal hier das Dach runter. Dann haben wir nämlich einen wesentlich besseren Einblick hier in die ganzen Details. Und da habe ich schon was runtergeworfen. So, also gehen wir mal rund, Freunde. Ich zoome mal mit euch rein, da wird es ein bisschen wackeliger, aber ihr könnt das besser sehen. Hier haben wir einmal die Gardinen von hinten. Und die sehen von hinten jetzt unspektakulär aus, nicht wirklich interessant. Hier oben die Gardinenstange, das war ursprünglich in dem Original-Entwicklungsset, war das mal so ein Knochen gewesen, sah dann doch schon ein bisschen cooler aus, aber naja, erfüllt auch so seinen Zweck. Dann hier die Tür, die man wie gesagt öffnen kann, sieht von vorne schön aus, sieht von hinten, naja, aus, nicht mehr schön. Dann nochmal hier die zweiten Gardinen. Und dann auf der nächsten Seite haben wir hier ein schönes Bildchen über der Couch hängen. Auch das ist ein Druck. Wir haben hier keine Aufkleber im Set, Freunde. Dafür rauszoomen, Daumen hoch, sehr schön reinzoomen. Weiter geht's, also ein schönes Bild mit Mammut und Palme. Dann hier unten drunter haben wir die Couch. Auch die ist, ja, nett, unspektakulär, aber nett gehalten. Dann hier der Couchtisch in Wolkenform. Und darauf steht dann eine kleine Schale mit ja, irgendwelchen Beeren oder sowas drin, die man dort reinlegt. Auch ganz in Ordnung. Natürlich Couch, Couchtisch, was fehlt? Ein Fernseher, beziehungsweise der fehlt nicht, denn der ist hier. Auch da mit einer bedruckten Fliese, Nachrichten, Dino wird vermisst, denn er ist ja hier nirgendwo dabei, ganz klar. Also schön, dass da wenigstens so an ihn gedacht wurde, dass er vermisst wird, er ist wohl weggelaufen. Und dann haben wir hier nochmal die kleinen Antennen, die man einstellen kann. Und den Fernseher kann man natürlich auch rausnehmen. Ihr seht, der steht hier unten nur auf solchen Jumperplates drauf. Alles völlig in Ordnung. Hier hinten haben wir noch so ein kleines ja, Regälchen, würde ich sagen, mit einer Fensterbank oder das soll eine Kommode oder sowas darstellen. Auf jeden Fall, da kann man nichts mitmachen, ist nur noch ein kleines Deko-Objekt. Apropos Deko, geht's mal hier weiter. Wir haben hier noch eine Stehlampe stehen, die ist ja, ein bisschen langweilig geraten. Ein wenig langweilig geraten, die war im Originalset auch schöner gebaut, aber im Originalentwurf. Aber dann haben wir nebendran hier eine Kiste stehen mit Kegelpins bzw. Bowlingpins und einer Bowlingkugel drin. Denn die beiden Jungs, die gehen ja unglaublich gerne bowlen und dann können die hier auch ein bisschen mitspielen. Und auf der nächsten Seite haben wir dann hier noch ein richtig schönes Steinzeit-Telefon. Das hier ist also, ihr seht, so ein Croissant in Weiß mit so ein paar Kleinteilchen angebaut. Aber man kann dennoch direkt erkennen, dass das hier ein Telefon sein soll. Finde ich auf jeden Fall. Also, das sind die ganzen Details, die hier mit drin stecken. Und das wäre dann hier das komplette Set. Tja, und damit hätten wir alles durch, Freunde. Also, echt. Ich habe es schon mal gesagt. Ein echt schönes Set, meiner Meinung nach. Abnehmbares Dach. Mit der, wie heißt das noch, mit dem Briefkasten, mit dem Auto, der Rippe, den Figuren, wie gesagt, er ist nicht mit dabei und sie ist nicht mit dabei, aber die anderen vier Figuren, die sind im Set mit drin und das ist zum Hinstellen einmal echt schön, kann sich sehen lassen, sieht ganz toll aus im Regal, wäre auch toll, wenn da noch mehr kommt, aber ich vermute leider, da wird nicht mehr kommen, auf jeden Fall, wer die Flintstones früher geschaut hat, für den ist das hier eigentlich ein Must-Have-Kauf. Und darum geht es dann auch gleich in der Videobeschreibung, Freunde. Ich habe euch dort das Set nämlich verlinkt. Optimalerweise mit Versand, wie gesagt, aus Europa. Dann habt ihr keine Probleme mit dem Zoll. Und dann könnt ihr euch das gerne auch kaufen, falls euch die 60 Euro
von Lego dann doch zu teuer sind, dann könnt ihr hier die günstigere China-Variante wählen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Macht's gut! So, noch ein Vorbeiflug, weil es so schön aussieht.